beim Hamburg-Journal. Das humanitäre Drama von Ungarn. Jetzt sind die Flüchtlinge im Zug unterwegs. Etwa 7000 an der Zahl insgesamt. Sie fahren über Österreich zu uns nach Deutschland. In Bayern werden sie nach dem sogenannten Königsberger Schlüssel dann verteilt. Und mindestens 175 von ihnen werden im Laufe dieser Nacht oder eben morgen früh bei uns in Hamburg ankommen. Nachdem sich Hunderte zu Fuß auf den Weg nach Deutschland gemacht hatten, brachte die ungarische Regierung sie endlich mit Linienbussen zur Grenze. Auch per Zug kamen heute Flüchtlinge in Wien und München an. Sie hatten sich zuvor geweigert, sich in Ungarn registrieren zu lassen. Sie forderten lautstark ihre Weiterreise nach Deutschland und nahmen aus Protest keine Getränke oder Lebensmittel von der ungarischen Polizei an. Ob die Flüchtlinge Hamburg nun morgen mit Bussen oder mit Zügen erreichen werden, ist noch nicht ganz klar. Das konnten Polizei und Innenbehörde heute noch nicht sagen. Die Menschen sollen in die Erstaufnahme nach Harburg gebracht werden. Da ist es aber im Prinzip schon jetzt voll. Inzwischen haben sich weitere Flüchtlinge aus Budapest zu Fuß auf den Weg zur Grenze gemacht. Währenddessen engagieren sich ja viele Hamburger schon seit Wochen für die Flüchtlinge, die schon in unserer Stadt sind. Sie sammeln Kleidung, geben Deutschunterricht oder begleiten Flüchtlinge zur Behörde. Oder sie organisieren eben eine Party, wie heute ein paar Anwälte. Erstaufnahme Schnackenburg-Allee. Mehr als 2500 Menschen leben hier, hunderte davon in Zelten. Doch heute soll für sie ein guter Tag werden. Christian Stoll und seine Kollegen haben ein Fest für die Flüchtlinge organisiert. Zwei Reisebusse sind bestellt. Die Anwälte einer großen Anwaltskanzlei an der Binnenalster haben sich zusammengetan und mehr als 100 Flüchtlinge eingeladen. Wohin sie fahren, was sie erwartet, wissen die Flüchtlinge noch nicht. Wenn es einem eben besser geht und wir doch das Glück haben, hier auf einem sehr friedlichen Fleck dieser Erde zu leben, dass wir davon eben auch auf soziale Weise etwas zurückgeben können. Bei der Bucerius Law School werden sie bereits erwartet. Rund 40 Anwälte und ihre Familien sind gekommen, um alle Flüchtlinge willkommen zu heißen. Zwei Wochen lang haben sie organisiert. Es ist bereits das zweite Fest. Fatima und ihre Familie waren 6 Monate auf der Flucht, sind erst seit wenigen Wochen in Hamburg. Es ist so schön, dass wir aus dem Lager rauskommen. Wir sind immer in unserem Container und manchmal werden wir traurig. Oman und seine zwei Kinder sind mit Fatimas Familie geflohen. Auch sie mussten mit dem Boot über das Mittelmeer. Das Boot sank. Das Boot war zu voll. Einige sind ertrunken. Wir alle waren im Wasser, auch meine Kinder. Und da war ein Schiff, das uns nicht aufnehmen wollte. Wir mussten an Land schwimmen. Fast alle Flüchtlinge hier können solche Geschichten erzählen. Sie einen Moment zu vergessen, geht heute irgendwie viel einfacher. Es gab ja auch in der deutschen Geschichte durchaus Flüchtlinge und Jahrzehnte, wo wir nicht ganz so sichere Heimat hatten. Jetzt geht es uns ganz gut und denen nicht so. Das Normalste von der Welt, was zurückzugeben. Über 50 Kinder spielen, toben, lachen zusammen. Wo sie herkommen, spielt für sie keine Rolle. Es ist was völlig anderes, wenn man Flüchtlingsbilder in den Nachrichten sieht und jetzt eben die Menschen vor sich hat. Das finde ich auch für einen selber sehr lehrreich. Die Botschaft dieser Tage, nicht zweifeln, einfach machen. Alle Deutschen helfen alles Flüchtlinge in Welt. Vielen Dank. Für euch. Vielen Dank, Deutschland und Deutschland.